Hinter dieser traumhaften Kulisse, wir sehen den Heldenplatz auf der einen Seite und die österreichische Nationalbibliothek direkt hinter mir. Diese wurde 1368 als königliche Hofbibliothek gegründet. Eine wunderbare Bibliothek, bei der es sehr viele sehenswerte Exemplare gibt, die man sich anschauen kann. Manche zum Ausleihen und manche dürfen nur vor Ort angeschaut werden. Und wie gesagt, bei dieser traumhaften Kulisse, da sieht man auch ein sehr traumhaftes Wetter. Es ist ein blauer Himmel, die Sonne scheint. Es ist etwas schwül, es gibt auch einen recht mäßigen Westwind und die Frühtemperaturen am Dienstag liegen heute bei 20 Grad, Höchsttemperaturen um die 30 Grad. Wie sieht es aus in den nächsten Tagen am Mittwoch? Da wird es auf jeden Fall gewittertechnisch schon um einiges stärker werden. Da gibt es vor allem am Nachmittag und auch gegen Abend Gewitterneigungen und auch verstärkte Regenschauer. Die Regenschauer werden aber eher von kurzer Dauer sein, da die Sonne ständig dominiert, wie auch am Dienstag. Da gibt es sehr viel Sonnenschein und nur zeitweise Quellwolken. Am Mittwoch sieht es ähnlich aus, am Nachmittag dann und gegen Abend, wie gesagt, die Gewitterwarnungen, die Gewitterneigungen, die hier steigen sollen. Am Donnerstag ist es dann auch wieder ähnlich schön wie am Dienstag. Die Sonne scheint, es wird warm, es wird auch wieder ein ähnlich schwül warmes, heißes Wetter geben wie am Dienstag und das begleitet uns dann auch noch bis zum Freitag. Am Freitag wird es da dann wettertechnisch definitiv nicht so schön sein. Da wird es dann Gewitter geben, Regenschauer und auch das Wetter wird kälter werden, besonders am Wochenende. Da wird es dann nur noch um die 25 Grad haben mit Gewittern und Regenschauer.